Wer unserem Channel folgt, weiß ja, dass wir auf unserer kleinsten, geilsten Werkstatt der Welt ja Green Energy haben. Ein Solarpanel, Batterien, Transformer, 6000 Watt an Bord und alles, was der Trocker in seiner Werkstatt braucht. Heute geht es weiter, denn mein bescheidenes Tiny House braucht natürlich auch Solarenergie. Und genau darum sind wir heute hier in Weile. Alles macht ja einfach aussehen, aber das Einrangieren machen wir zu zweit. Ich mit der Fernbedienung, das hintere Ende und Kjartan natürlich am Lenker im 77er. Die Leute von Green Energy behaupten ja, dass wir hier unseren LKW reinkriegen, weil die Pforte ja 4 Meter hoch ist. Aber unser LKW ist ja auch 4 Meter, so ich bin gespannt. Touchdown, die Kiste ist im Haus, Arbeit ist verbracht. Fernbedienung erstmal ausmachen, es geht los, Solarpanels montieren. Wer unserem Channel folgt, weiß ja, dass ich Containers über alles in der Welt liebe. Und genau aus dem Grund haben wir uns ja vor mehreren Monaten, ja fast schon einem Jahr, die kleinste, geilste Werkstatt der Welt gebaut. Da die Werkstatt ja autark operieren sollte, war mir ja wichtig, dass wir Solarpanels haben. Und da ich ja überhaupt keine Ahnung von Solarpanels habe, bin ich an Europart gegangen und die haben mir gesagt, hey, hör mal zu, du brauchst unbedingt die Panels von Green Energy, denn die unterscheiden sich von all den anderen. Mit einem ganz normalen 20-Fuß-Container mit Side-Opening ging es dann ab nach Deutschland zum Aufbau der kleinsten, geilsten Werkstatt zu Europart. Hier traf ich dann Olli und Matthias von Green Energy. Die hatten die Produkte dabei und kriegten innerhalb kürzester Zeit die Solarpanels auf das Dach von unserem Container geklebt. Nachdem die Solarpanels dann aufs Dach gekommen waren, kamen die Charge Controller, also die den Stromfluss zur Batterie lenken und steuern, in den Container. Zum Lagern vom Strom wurden dann 4 200 Amperestunden Batterien, auch von Green Energy, unter die Werkbank gelegt. Um den Strom aus den Batterien in unser Elektrogerät zu bekommen, brauchen wir natürlich auch einen Konverter. Ich habe mir die Werkstatt ja nicht ohne Grund gebaut, denn die kleinste, geilste Werkstatt der Welt sollte ja mit uns auf die Original Paris-Dakar Rallye. Und genau da braucht man auch Strom. Ende Januar ging es dann los durch Marokko, Mauretanien, Westsahara bis rein nach Senegal. Und hier kam die Werkstatt so richtig zum Einsatz. Jeden Abend, wenn wir ins Zielgebiet kamen, standen alle die Jungs, die auf ihren Maschinen unterwegs waren, bei uns an der Werkstatt und brauchten natürlich Hilfe. Und genau da braucht man ja dann wiederum den Strom. Der Kompressor kam zum Einsatz, das Schweißgerät und natürlich alle Akkugeräte, die über Tag hier aufgeladen worden waren. Darüber hinaus ist es natürlich unheimlich wichtig, einen Kühlschrank an Bord zu haben, wenn man quer durch Afrika fährt. Auf dieser kompletten Reise von über 20.000 Kilometern, weil ich wohne ja in Stockholm, kam die Anlage zum Extremeinsatz. Und genau darum wurde ich von diesem Produkt überzeugt. Über die kleinste, geilste Werkstatt der Welt hinaus habe ich ja noch viele weitere Container. Unter anderem ein Tiny House Container, 20 Fuß groß. Und mit dem waren wir ja in den USA und haben 20.000 Kilometer in den USA gemacht. Bloß einen Fehler habe ich gemacht damals. Wir hatten die alten Solarpanels, die aus Glas, und die gingen uns auf der Tour total kaputt. So, als wir den Container auf unserem LKW wieder nach Hamburg schifften von New York aus, ging es mal wieder direkt nach Weile, um auch hier die neuen Panels anzubauen. Mich hat das Produkt hundertprozentig überzeugt. Wer sich erinnert, weiß ja sicher, dass wir mit diesem Showcontainer ja 75 Jahre Europart quer durch Europa gefeiert haben, und hier brauchen wir natürlich auch autark den Strom. Und da die Panels ja so unheimlich flexibel sind, selbstklebend und alles, bin ich ja heute mal wieder hier in Weile, wo wir das Dach komplett mit den Panels zukleben. Viele Zahlen, viele Infos. Ich bin von dem Produkt völlig überzeugt. Ich habe es, wie gesagt, quer durch Afrika getestet und ganz Europa. Und in Zukunft werde ich es natürlich auch auf meine LKWs montieren, auf die Zugmaschine. Denn das sorgt dafür, dass unsere Batterien immer vollgeladen sind. Ob wir Urlaub halten, verlängertes Wochenende, die Standheizung läuft oder der Kühlschrank,
Wir haben immer Strom an Bord und sparen CO2. Wer Fragen hat, geht auf die Homepage von Europart oder Green Energy. Da gibt es jede Menge Informationen über dieses geile Produkt. Bis bald und moin aus Stockholm, der Hauke.